Wir nennen uns Goethe-Spielschule. Ich heiße Heike Piepenmuch und ich betreue hier mit 6 anderen weiteren Kollegen 68 Kinder. Der Sturm baute sich im Laufe des Nachmittages auf. Die Kinder spielten draußen und es wurde immer windiger und windiger. Und aus irgendwelchen Gründen hatten mein Kollege und ich einfach gedacht, wir holen die Kinder jetzt mal lieber rein, weil es wurde sehr, sehr stürmisch und rufen alle Eltern an, damit sie ihre Kinder abholen. Und wir hatten die Kinder gerade drin, die Tür hinter uns geschlossen. Da hören wir, wie es im Hintergrund hinter uns einfach nur wahnsinnig kracht und knallt. Und da ist ein Baum eben halt, ich würde sagen, Durchmesser von mindestens 1 Meter, einfach wie so ein Streichholz abgebrochen und aufs Schulgelände geflogen. Also hier gehen Kinder längs, aber der Baum ist eben halt rübergefallen auf dem Schulhof. Also hier ist die, hat sie gestanden und die hatte ungefähr einen Durchmesser wie der zweite Baum hier in der Reihe. Und ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, wir haben ja häufiger hier oben Stürme. Und das hat keiner so richtig eigentlich einschätzen können, was das für ein Sturm war. Natürlich wird das immer schlimmer und stärker werden. Und wir haben für uns eben halt einfach gesagt, dass wenn ein Sturm ist und der eine gewisse Orkanstärke aufnimmt, dann rufen wir unsere Eltern an und die müssen die Kinder eigenverantwortlich dann abholen, weil das können wir als Erzieher nicht machen und auch nicht tragen.